Herzlich willkommen zum ersten Vortrag im Rahmen unseres neuen Programms 2018-19. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor 50 Jahren begehrten die 68er überall gegen die Autoritäten auf und verlangten mehr individuelle Freiheit. Die Mythen, die aus ihrer Rebellion entstanden, sind noch heute vielfach ungebrochen. Wolfgang Grausser problematisiert die vorherrschenden Deutungsmuster der 68er-Bewegung und betont zugleich, dass unsere heutige Zivilgesellschaft zahlreiche Impulse von ihr erhalten hat. Mit dem Anspruch, die führenden Akteure in einer angemesseneren Form zu würdigen, wird unser Referent Antworten suchen, die über die vorherrschenden Interpretationen der 68er-Revolte hinausgehen. Auch nach einem halben Jahrhundert gibt es noch immer viele offene Fragen, die einer klaren Deutung der 68er-Bewegung entgegenstehen. Unter ihnen stechen einige besonders hervor. Welche Rolle spielten Pop- und Rockmusik als Multiplikatoren des Protests? Welchen Stellenwert besaßen neue Aktionsformen wie Happenings, Sit-ins oder Teach-ins? Welche Bedeutung kamen Militanz und Gewalt zu, die einerseits die Ziele der Protestierenden zu beschädigen drohten, andererseits aber auch zur Publicity ihrer Forderungen nicht unerheblich beigetragen haben? Und nicht zuletzt wird sich unser Referent mit der unbequemen Ansicht auseinandersetzen, dass die damaligen Akteure ihren vom Nationalsozialismus geprägten Eltern ähnlicher gewesen seien als üblicherweise vermutet. Dr. Wolfgang Grausser, den ich Ihnen gleich vorstellen darf, wird heute Abend insbesondere diesen Fragen nachgehen. Unser Referent ist promovierter Politikwissenschaftler. Er studierte an der Universität Frankfurt Politikwissenschaft, Philosophie und Germanistik. Wolfgang Grausser arbeitet seit 1987 als Politikwissenschaftler am Hamburger Institut für Sozialforschung. Im Zentrum seiner Forschungen stehen Protestbewegungen und der moderne Terrorismus. Zu seinen wichtigsten Publikationen zählen die Protestchronik von 1949 bis 1959, Frankfurter Schule und Studentenbewegung, die Bombe im jüdischen Gemeindehaus, die RAF und der linke Terrorismus, die blinden Flecken der RAF sowie die aus diesem Jahr stammende Publikation Die blinden Flecken der 68er-Bewegung. 2004 hat er eine Gastprofessur an der Universität Peking wahrgenommen. Er gilt als ausgewiesener Experte für die Themen Protestbewegung und Linksterrorismus. Und ich freue mich, ihn heute hier bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dass ich Ihnen hier so im Grunde genommen symbolisch zugeprostet habe, ist eher ein Zufall oder eine Verlegenheit gewesen. Das war natürlich ungeplant, weil ich mir gedacht habe, wie kann ich das Glas hier platzieren, aber der Rand ist einfach zu schmal dafür. Nachher schmeiße ich das Glas noch hier um und das möchte ich Ihnen und mir auch selbst ersparen. Zunächst mal möchte ich mich sehr herzlich bedanken für die Einladung hier in die Stiftung Demokratie Saarland kommen zu dürfen. Für mich ist es, ich habe nicht nachgezählt, im Laufe der letzten 20 Jahre mindestens das 8., wahrscheinlich das 10. Mal, dass ich hier in Saarbrücken bin. Auch schon der Stiftung Demokratie, auch bei der Heinrich-Böll-Stiftung, noch bei anderen Gelegenheiten auch. Insofern, ich will nicht sagen, dass es für mich ein Heimspiel wäre, hier zu Ihnen zu kommen, das wäre übertrieben. Dafür hat auch die Anreise einfach zu lange gedauert von Hamburg aus. Und ich habe vorhin schon kurz erwähnt, die Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim war heute sehr problematisch unterbrochen. Und es schien für eine Stunde so zu sein, dass ich es überhaupt nicht würde nach Saarbrücken schaffen können. Aber jetzt bin ich doch da und auch insofern selbst etwas erleichtert. Das Thema heute lautet die blinden Flecken der 68er-Bewegung. Und es ist bereits erwähnt worden, dass ich ja, wenn Sie so wollen, eine Parallelpublikation dazu auf den Markt gebracht habe im letzten Jahr, nämlich zu 40 Jahre Deutscher Herbst über die blinden Flecken der RAF. Wenn es jetzt um die blinden Flecken der 68er-Bewegung geht, dann ist das kein Zufall, dass ich mir das zum Thema gewählt habe. Man muss der Offenheit halber von vornherein sagen, das ist eine Aufsatzsammlung.
aber das ist eine Aufsatzsammlung, die unter diesem Begriff, dieser Metapher der blinden Flecken gut versammelt sind, insofern nämlich, als blinde Flecken ja aufmerksam machen auf Erkenntnislücken, das heißt auf Dinge, die nicht wirklich bekannt sind. Und ich werde Ihnen heute Abend versuchen, sozusagen aus meiner eigenen Arbeit als Zeithistoriker, der sehr stark spezialisiert ist auf das Thema Protestbewegungen, Ihnen ein paar Dinge vor Augen zu führen, die sozusagen das Making-of einer solchen Publikation eigentlich betreffen. Also wie kommt man eigentlich dazu, bestimmte Spuren zu verfolgen und dann etwas ja, herauszufinden, was man vorher selber für unmöglich gehalten hätte. Also ich will vorweg vielleicht kurz erwähnt haben wollen, dass ich 1968 im Herbst in Frankfurt am Main Philosophie zu studieren begonnen habe und für ein Semester lang insofern völlig integriert war in dieser 68er-Bewegung. Und dann anschließend habe ich Zivildienst gemacht und wurde auch schnell wieder herausgerissen. Aber ich habe damals in der damaligen Zeit halt im SDS alle möglichen Leute kennengelernt. Ich habe studiert noch zum Schluss bei Adorno, bei Jürgen Habermas, bei Alexander Mitscherlich. Ich will damit jetzt nicht angeben, sondern nur damit Sie einen Eindruck davon gewinnen, was sozusagen an inneren Bildern bei mir selber abgespeichert ist von dieser Zeit. Aber ich habe eigentlich nie den Versuch unternommen, meine eigenen Erlebnisse darzustellen, denn wenn ich etwas bearbeite, dann habe ich das versucht, mit historischen Mitteln zu unternehmen und darum sollte es heute eigentlich auch gehen. Sie können mich auch gerne fragen im Nachhinein, ja, wie haben Sie das denn selber persönlich erlebt, darauf werde ich Ihnen auch eine Antwort geben können, aber das, was hier im Vordergrund steht, sind eigentlich die Dinge, die jetzt hier sozusagen zeithistorisch thematisiert werden sollen. Da es in dieser Buchpublikation um eine ganze Reihe unterschiedlicher Themata geht, wie zum Beispiel die Frage der Nation, die Frage der Massenmedien, der Gewalt, der Romantik und so weiter, möchte ich Ihnen zunächst mal versuchen, deutlich zu machen, was mit blinden Flecken gemeint ist. Blinde Flecken sind ja als Metapher noch etwas anderes als dunkle Flecken, als weiße Flecken. Man könnte ja bei Erkenntnislücken auch von weißen Flecken sprechen. Die Besonderheit bei blinden Flecken besteht einfach darin, dass und zwar ist das ein Ausdruck, der eigentlich aus der Physik stammt und genauer gesagt aus der Augenheilkunde von einem französischen Physiker im 17. Jahrhundert am Hof des Sonnenkönigs entdeckt worden, dass nämlich auf der Netzhaut ein bestimmter Teil nicht abgebildet wird und das Gehirn das simuliert, als würde es etwas sehen, was es aber gar nicht sehen kann. Und das finde ich interessant dabei, weil das nämlich sozusagen sich verknüpfen lässt mit dem, was blinde Flecken in der 68er-Bewegung ausmacht, dass nämlich Lücken effektiv da sind, aber diejenigen, die sozusagen als Akteure mitgemacht haben, da gar keine Lücke sehen, glauben gar nicht daran, dass da eine Lücke existiert. Man muss sich sozusagen zunächst mal aufmerksam zu machen, versuchen auf das Defizit, um dann zu kommen mit dem, was man darüber hat erforschen können. Die erste Chronologie, an der ich beteiligt war, beziehungsweise sie selber geschrieben habe, ist in einem Buch erschienen im Jahre 1977. Und zwar ein Rowohlt-Aktuell-Band von Peter Mosler, Was wir wollten, was wir wurden. Dieser Band ist 10 Jahre nach Beginn der Studentenrevolte erschienen. Und das, wenn Sie so wollen, das Schaltjahr war nicht 1978, sondern 1977. 10 Jahre Studentenbewegung hieß 67 bis 77. Aber dann 1987 gab es das nicht mehr, sondern man hat dann umgeschaltet auf 88. Das ist interessant, weil in der Zwischenzeit überhaupt der Begriff, die Ausdrucksweise von den 68ern oder der 68er-Bewegung eingeführt worden war, sich durchgesetzt hatte und die anderen Bezeichnungen APO, Studenten, Revolte, Bewegung und so weiter, die fielen so in zweite oder dritte Glied zurück. Das muss man vielleicht auch damit in Verbindung bringen, um zu wissen, dass es auch ein bisschen was mit der Terminologie, mit der Art und Weise, wie wir uns darüber unterhalten, zu tun hat. Ich möchte beginnen mit einer Verknüpfung. Und zwar einer Verknüpfung mit demjenigen, der die eigentliche Ikone und die Zentralfigur der 68er-Bewegung gewesen ist. Sie wissen alle, von wem ich spreche, nämlich Rudi Dutschke. Dutschke war völlig überraschend am Heiligabend 1979 in Aarhus in Dänemark gestorben.
Sie wissen vermutlich auch alle, dass Dutschke Opfer eines Attentats geworden war, verübt von einem Rechtsradikalen namens Josef Bachmann am 11. April 1968 am Kurfürstendamm in Berlin, unweit des SDS-Zentrums, verübt. Und das, was dieses Attentat, also der Attentäter wollte ihn wirklich umbringen, erschießen. Er hat also schon mit ein oder zwei Schüssen am Boden lag, dann nochmal aus unmittelbarer Nähe in den Kopf geschossen. Ein Teil seines Gehirns war richtig regelrecht zerstört. Das heißt, das Sprachzentrum war nicht mehr intakt. Und Dutschke hat, nachdem er es überlebt hatte, und das war nicht klar, ob er das hätte schaffen können, hat er erstmal 2 Jahre lang wie ein Erstklässler Vokabeln lernen müssen, also sozusagen den Elementarbestand der Sprache, um wieder sozusagen an der Kommunikation sich beteiligen zu können, um wieder schreiben zu können und so weiter. Und er hat sich eigentlich nie wieder richtig davon erholt. Das konnte man daran erkennen, dass er einen Gesichtsausfall hatte. Die linke Hälfte wurde nicht sozusagen entsprechend abgebildet. Seine Kinder haben sich später sozusagen einen Scheik daraus gemacht, als sie nämlich beim Tischtennisspiel immer auf die linke Seite von ihm gespielt haben. Und die wussten genau, da sieht er einfach gar nichts. Da kann er sozusagen nur im Blinden agieren. Und dann haben sie ihn geschlagen beim Tischtennisspiel. Aber das ist sozusagen so eine Fußnote dazu. Und Dutschke war, wie gesagt, dann 1979, und zwar in der Spätfolge des Attentats, gestorben, und zwar auf eine ganz banale Art und Weise. Ist nämlich in der Badewanne ertrunken, weil er einen epileptischen Anfall erlitten hatte, und die traten dann sehr häufig auf. Das war halt ein Indiz für diese Hirnschädigung gewesen, und dadurch wurden epileptische Anfälle ausgelöst, und er hatte am Heiligabend versucht, noch nachmittags ein Wannenbad zu nehmen und ist dabei ertrunken. Das ist sozusagen diese tragische Komponente gewesen. Und das hat dann übrigens, das kann ich vielleicht an der Stelle einflechten, auch noch zu einer weiteren, sehr wahrscheinlichen Folge geführt, dass nämlich, als die Beerdigung stattfand, am 3. Januar 1980 in Berlin-Dahlem, Helmut Gollwitzer, der damals sehr bekannte Theologe, hat die Traueransprache gehalten, waren 7000 Leute etwa auf dem Friedhof in Berlin-Dahlem, St. Annen. Und da war an dem Morgen dieses 3. Januars in Hamburg am Alsterlauf auf einer Parkbank ein 35-jähriger, vergleichsweise junger Mann tot aufgefunden worden, der Selbstmord begangen hatte. Ein Mann namens Sven Simon. Sven Simon war aber ein Pseudonym, der war Berufsfotograf geworden, hat eine Agentur aufgebaut. Das war der Sohn von Axel Cäsar Springer. Und dieser Sohn hat mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit, es gibt da unterschiedliche Stimmen dazu, Selbstmord deshalb begangen, weil er seinen Vater und die Pressepolitik seines Vaters für schuldbelastbar angesehen hat für den Tod Rudi Dutschkes. Und es gibt eine, wenn Sie so wollen, Zeitzeugin, die das jedenfalls genauso behauptet. Das ist Gretchen Dutschke, die Witwe, die nämlich das mehrfach wiederholt hat auch, dass nämlich sie und ihre Kinder unterstützt worden seien von Sven Simon, und zwar finanziell, durch Kleidung und so weiter in den 70er Jahren. Und es hat auch einen Abschiedsbrief gegeben von Sven Simon, aber dessen Inhalt ist nie bekannt gegeben worden. Und es gibt halt, oder es gab unmittelbar danach im Springer Verlag unterschiedliche Äußerungen dazu. Das vielleicht vorweg: 10 Jahre nach dem Tod von Rudi Dutschke gab es eine Gedenkveranstaltung, und zwar im Club Voltaire in Frankfurt am Main. Und dort traten auf die Witwe Gretchen zusammen mit ihren 3 Kindern: Hosea, der 1968 geboren war, Polly, die Tochter Anfang der 70er Jahre, und Marek, das dritte Kind, der zweite Sohn, der war erst 1980 nach dem Tod seines Vaters überhaupt geboren worden. Der hat ihn also niemals kennengelernt. Und bei dieser Gedenkveranstaltung war noch jemand aus Hannover mit dabei, Klaus Meschkart, ein führender Mann des Berliner SDS, der sehr eng mit Dutschke befreundet war, und Detlef Clausen, auch ein Adorno-Schüler, und einige andere mehr. Und das Thema war damals, 10 Jahre danach halt, vor allen Dingen der Mauerfall in Berlin, die in Auflösung begriffene DDR,
Und so haben wir darüber diskutiert an dem Abend. Und da stellte sich halt heraus, dass Dutschke mehrere Anläufe unternommen hatte zum Thema deutsche Wiedervereinigung, deutsche Nation. Und in den 70er Jahren konnte keiner was damit anfangen. Also für die linken Freunde, die er hatte. Und er hat begonnen seit 1972, also so lange hat er gebraucht, 4 Jahre lang, bis er das erste Mal wieder öffentlich in der Bundesrepublik aufgetreten ist. Die hatten kein Verständnis dafür, wenn er einen Artikel über den 17. Juni schrieb. Hör doch auf mit dem 17. Juni, das hängt uns zum Hals raus, das haben wir in der Schule mitbekommen und so weiter, das wurde uns irgendwie aufgedrängt. Nein, da wollte er wirklich etwas thematisieren und hat immer wieder daran erinnert, dass diese deutsche Spaltung, dass die überwinden werden müsse. Und dann habe ich mich hingesetzt, weil wir haben nämlich dann im Hamburger Institut den Nachlass von Rudi Dutschke aus den USA zurückgeholt, denn der war mittlerweile bereits in Boston. Weil in Boston gab es ein Wohnhaus von Gretchen Dutschke, der Witwe, die lebte die meiste Zeit über in den USA. Da war der Nachlass von Rudi Dutschke und wir haben den nach Hamburg geholt und den dann auch entsprechend eingeordnet, sodass man damit auch arbeiten konnte. Und da fanden sich alle möglichen Dinge über die nationale Frage bei Rudi Dutschke. Und den Text dazu können Sie in diesem Band auch nachlesen, weil das ist schon ziemlich aufregend. Denn Dutschke hat zum Beispiel unmittelbar nach dem 2. Juni 1967, also 2. Juni, Schar-Besuch, Tod von Benno Ohnesorg, erschossen von Karl-Heinz Kuras, einem Polizisten in Zivil, das ist ja sozusagen das Aufbruchsdatum schlechthin gewesen. Und kurz darauf hat Dutschke unter Pseudonym in einer ganz kleinen linken Zeitung namens Oberbaumblatt einen Artikel geschrieben. Und ich zitiere nur einen Satz daraus. Die Räterepublik West-Berlin müsse der Transmissionsriemen der deutschen Wiedervereinigung werden. Das heißt, er hatte sich ausgedacht, dass man eigentlich durch eine Art von Befreiung West-Berlins und der Gründung einer Räterepublik in diesem befreiten West-Berlin daraus einen Hebel machen könnte, um eine Wiedervereinigung Deutschlands unter linken Vorzeichen durchzuführen. Aber er hatte gleichzeitig nicht den Mut, das unter seinem eigenen Namen zu publizieren, weil er genau gewusst hat, das hätte man ihm um die Ohren gehauen, ja, weil das keiner damals gewollt hätte, auch keiner eingesehen hätte und so weiter und so fort. Für Dutschke selber aber ist das ein lebensgeschichtliches Thema gewesen. Insofern nämlich, als er im Jahre 1958, ist er geboren in Luckenwalde bei Berlin, in der DDR sozialisiert, kurz vor dem Mauerbau in den Westen gegangen. Und er hat an der Lenin-Oberschule Luckenwalde 1958 als Abiturient eine Rede gehalten und sich strikt dagegen verwahrt, in die Nationale Volksarmee einzutreten und dort seinen Wehrdienst zu absolvieren. Und zwar mit dem Argument, weil er nicht auf seine Brüder in Westdeutschland schießen wolle. Damit hat er das abgelehnt. Und das war gleichbedeutend damit, dass er keinen Studienplatz in Leipzig bekommen würde, wie er das vorher sich so ausgedacht hatte und so weiter. Das war für ihn wirklich eine richtige biografische Zäsur. Und die Folge davon war, dass er nach Berlin ging, also West-Berlin ging, dort an der askanischen Schule das Abitur nachgemacht hat und dann begann Soziologie zu studieren. Und der Rest ist zumindest ansatzweise heute immer noch bekannt. Das wollte ich Ihnen dazu nur erstmal gesagt haben, dass wir damit sozusagen mit diesen, ich sag mal, Recherchen über die Rolle des Themas Wiedervereinigung und des nationalen Themas bei Dutschke sozusagen auf etwas Überraschendes gestoßen waren. Aber es gibt noch etwas anderes. Das andere ist Folgendes gewesen, dass nämlich als Dutschke dann zu Grabe getragen worden war, diese Szenerie habe ich Ihnen ja eben schon kurz angedeutet, also am 3. Januar 1980, da wusste ja noch keiner, dass der Sohn von Axel Cäsar Springer am Morgen Selbstmord begangen hatte, das wurde erst in Tagen danach bekannt, dass zu dem Zeitpunkt sich diejenigen, die über diese Beerdigung und den Tod Dutschkes geschrieben haben, Nachrufe verfasst haben, wie zum Beispiel Jürgen Habermas in der Zeit, große Überschrift, ein wahrhaftiger Sozialist. Das war für Habermas deshalb so überraschend, weil er nämlich Dutschke 1967 vorgeworfen hatte, er sei ein Linksfaschist. Ja? Das muss man auch mal sozusagen gewichten. Ja? Also der Linksfaschist auf der einen Seite und der wahrhaftige Sozialist dann nach seinem Ableben auf der anderen Seite. Da lag also irgendwas an Umdeutung und Neuinterpretation offenbar vor.
Und man schien sich darin einig zu sein, weil nämlich Dutschke eine große Rolle gespielt hatte bei der Gründung der Grünen Partei. Der war fast die ganze Zeit über von 1976, 77 in diesen Grünen Bund alternativen Listen unterwegs und hat dann auch einen Schritt oder einen Sprung gemacht und wurde Mitglied bei den Bremer Grünen. Die Grünen als Partei wurden ja erst am 12. Januar 1980, kurz nach Dutschkes Tod in Karlsruhe, überhaupt gegründet. Aber er war halt vorher die ganze Zeit dabei. Und deshalb hat man versucht, auch sozusagen die Grundpositionen der Grünen, nämlich basisdemokratisch, sozial, ökologisch und gewaltfrei, die auch mit dem Namen Dutschke zu verbinden. Und dann gab es auf einmal aufgrund dieser Interpretationen einen Einspruch. Und zwar einen Einspruch, vorgetragen in der Taz, von, ich sage jetzt mal, keinem Geringeren als Fritz Teufel. Fritz Teufel hat gesagt, das stimmt alles nicht. Wäre das Attentat nicht gekommen, dann hätte Dutschke wahrscheinlich auch einen Beitrag zum Kapitel bewaffneter Kampf geleistet. Und wenn jemand wie Teufel das gesagt hat, also Teufel hatte sich 1970 mit dem Satz vor laufender Fernsehkamera verabschiedet, die Zeit des Clowns ist vorbei, der Clown ist tot, damit meinte er sich selber. Derjenige, der ihn interviewt hatte für den WDR, war Ulrich Wickert. Und das wurde anschließend, ich glaube, beim Monitor wurde das ausgestrahlt, dieses Interview, lang und breit. Und Teufel ist selber in den Untergrund gegangen. Und er saß ja auch mehrere Jahre im Gefängnis. Und als er freigelassen worden war, ist er erneut in den Untergrund gegangen, wurde 1975 verhaftet und hatte eine Pumpgun dabei. Also da war mit Pazifismus nichts zu holen, wenn man mit einer Pumpgun unterwegs ist. Ja? Und der sagte jetzt hier, das war irgendwie, das stimmt nicht, wie Dutschke im Nachhinein so betrachtet wird. So, und ich hatte in Frankfurt damals die Möglichkeit, weil ich in einem Verlag namens Neue Kritik gearbeitet habe, einen Zugriff auf das Archiv des Bundesvorstands des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds, des SDS. Und dazu vielleicht nur drei Sätze. Der SDS, 1946 gegründet worden, Hannover, war so etwas wie die akademische Nachwuchsorganisation der SPD, ist 1961 rausgeflogen aus der SPD mit dem Unvereinbarkeitsbeschluss. Einer der ersten Vorsitzenden oder Bundesvorsitzenden des SDS war 1948 kein geringerer als der spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt. Helmut Schmidt, der dann 1968 selber dabei war, das Verbot des SDS zu fordern. Also der SDS muss sich in der Zwischenzeit auch enorm gewandelt haben, sonst wäre das nicht denkbar gewesen. Und aus diesem Bestand des SDS-Bundesvorstands, der SDS war 1970 aufgelöst worden, als ich das da fand, war das halt Ende der 70er Jahre, da gab es ein Dokument. Und dieses Dokument trug einen eigentlich keinen offiziellen Titel, sondern man bezeichnet es einfach so. Das war das Organisationsreferat. Im Nachhinein weiß man, das ist das wichtigste und berühmteste Dokument aus der gesamten SDS-Geschichte. Und zwar ist das der Text gewesen, der vorgetragen worden war von Rudi Dutschke im September 1967 auf einer SDS-Delegiertenkonferenz. Also einmal im Jahr trafen die sich, in der Regel im September. Und da kamen dann von den 2000 Mitgliedern so 150 bis 250 Mitglieder zusammen oder Delegierte, wenn man so will. Und dort wurde am Eingang 1967 vorgetragen ein Referat, das verfasst worden war von Rudi Dutschke und Hans-Jürgen Krahl. Krahl war ein Adorno-Schüler, sozusagen der große Theoretiker, den es in Frankfurt gab seitens des SDS. Und die beiden haben sich hingesetzt und haben etwas formuliert. Und das ist sehr interessant, weil das bis dahin war das verschollen. Und ich habe in einer Frankfurter Studentenzeitung namens Diskus das zum ersten Mal publiziert, nämlich in Reaktion auf die Nachrufe zu Rudi Dutschke. Und in dem Organisationsreferat geht es um Folgendes. Dutschke und Krahl schlugen dann im Jahr 1967 den Aktivisten des SDS vor, sie sollten sich jetzt in eine existenzielle Organisation umwandeln. Und das sollte bedeuten, dass man die rurale Guerilla, das bedeutet die Landguerilla, durch eine urbane Guerilla, durch eine Stadtguerilla ergänzen müsse. Und die Universitäten seien Fokusse oder Foki, also Brennpunkte. Und von diesen Brennpunkten aus könne man dann im Sinne einer Verweigerungs- und Sabotage-Guerilla zur Tat schreiten. Und ich will das jetzt nicht weiter ausbreiten, dieses ganze Konzept. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll formuliert, weil es sozusagen eine politökonomische Analyse als Hintergrund hat.
Und damit sind sie aber nicht durchgedrungen. Also insbesondere jemand, der hier vor kurzem referiert hat, nämlich Hannes Heer, der auch SDS-Mitglied in Bonn damals war, der hat damals vehement dagegen gesprochen und argumentiert und das darüber ist dann auch nicht weiter verbandsintern sozusagen abgestimmt worden. Das hat man dann auch wiederum unter den Tisch fallen lassen. Aber dieses Dokument zeigt einfach, auf welchem Sprung damals der SDS gewesen ist und wie weit man ging, was die Frage der Gewalt, und zwar einer positiv gesetzten Gewalt einfach anbetraf. Das ist, glaube ich, eine nicht unwichtige Sache, um besser einschätzen zu können, wie das damals sozusagen involviert war in diese Zusammenhänge. Aber ich will etwas anderes hier, um nochmal anzuknüpfen an dieses erste Stichwort mit der Nation der Wiedervereinigung Deutschlands, auch hier noch zur Sprache bringen. Das liegt inzwischen auch schon 20 Jahre zurück, nämlich die Tatsache, dass es seitens bestimmter Kreise von damals schon als Alt-68er bezeichneten Prominenten Leute gab, die sich dann auf einmal ganz stark nach rechts entwickelt haben und sich gemeint haben, bekennen zu sollen zur einer völkisch aufgeladenen Vorstellung von Nation. Und das war zunächst mal Horst Mahler, der ehemalige APO-Anwalt, der damals ja eine unglaublich prominente Figur war. Man muss sich einfach vorstellen, Horst Mahler hat zwischen 1965 und 1970 1800 Mandanten gehabt. Es ist mir unvorstellbar, wie man so etwas überhaupt irgendwie in die Wege oder hat leiten können, umsetzen. Der war unglaublich aktiv. Und er galt gleichzeitig als ein brillanter Anwalt. Also wirklich jemand, der in der Lage war, mit diesen Dingen als Jurist auch umzugehen. Oh ja, und einer derjenigen, die sozusagen von ihm angelernt worden sind, obwohl er das bestimmt nicht gerne hören würde, war kein geringerer als Otto Schily. Otto Schily war auch derjenige, der bei dem Warenhaus-Brandstifter-Prozess in Frankfurt, als nämlich Andreas Wader, Gudrun Enslin und zwei andere vor Gericht standen im Oktober 1968, war Schily sowas wie Nebenverteidiger und Horst Mahler war halt so der Hauptverteidiger mit zwei anderen zusammen. Aber das nur am Rande. Horst Mahler hat damals schon, also 1998, sehr deutlich gemacht, wie weit rechts er stehen würde. Und es gab eine merkwürdige Begegnung. Sie müssen sich vorstellen, die Konfrontation, auch 68, bestand ja vor allen Dingen darin, dass die NPD in einer Rolle war, wie sie zuletzt hierzulande dann wieder die AfD dann gekommen ist. Man hat 1969 bei den Bundestagswahlen befürchtet, dass die NPD in den Bundestag kommen könne. Denn die NPD hatte zwischen 1966 und 68 es geschafft, in einem halben Dutzend von Landtagswahlen in die Landtage einzuziehen. Und deshalb gab es Hochrechnungen und man glaubte sicher zu sein, dass die NPD diesen Sprung in den Bundestag schaffen würde. Sie ist gescheitert mit 4,3%. Und insofern war das nicht, konnte man damals vom Glück sprechen, dass das nicht geschehen ist. Denn hätte die NPD es 1969 im September geschafft, hätte es nie eine sozialliberale Koalition zu diesem Zeitpunkt geben können. Sie wäre numerisch ausgeschlossen gewesen. Es hätte wahrscheinlich eine Fortsetzung der Großen Koalition gegeben, wissen wir nicht genau, weil die Zahlen dann natürlich sich verschoben hätten und so weiter. Aber das ist schon interessant. So, und jetzt ein Sprung, ein Zeitsprung im Jahre 2003. Hat die damalige Bundesregierung, also die rot-grüne Regierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder, das Verbot der NPD beantragt beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und wer trat auf dort? Einmal der Bundesinnenminister als der Antragsteller und ein paar Plätze weiter, die saßen sich ja nicht gegenüber, halt Horst Mahler. Als derjenige, der die Sache der NPD vertreten hat. Eine unglaubliche Konstellation. Ja? Und Anfang der 70er Jahre war Otto Schily auch der Verteidiger von Horst Mahler, als er nämlich als RAF-Mann angeklagt war. Oder als er wegen, und zwar durch Axel Springer, wegen der sogenannten Osterunruhen angeklagt war. Also
Das ist eigentlich bizarr gewesen, aber ich glaube, es gehört mit sozusagen zu den Merkwürdigkeiten der bundesdeutschen Geschichte, wenn man mal sozusagen auf die Innenseite des Personals schaut, auch so etwas sich mit vor Augen zu führen. Bei Mahler ist das dann so weitergegangen, dass er nämlich sehr schnell hat deutlich machen können, dass das Bundesverfassungsgericht, wenn es tatsächlich vorhaben würde, die NPD zu verbieten, bei diesem Verbotsverfahren aufdecken müsste, dass nämlich sozusagen die Spitze der NPD durchsetzt sei mit V-Leuten des Verfassungsschutzes. Und dann hat man den Prozess abgeblasen, weil man wusste, dass das ja, also dass man da mit einer Schädigung eigentlich des Antragstellers aus diesem Verfahren nur rauskommen könne, unabhängig von dem Endergebnis. Und dann hat anschließend Mahler auch die NPD verlassen mit dem Argument, dass die zu sehr Parlamentarismus fixiert sei. Das wolle er nicht. Dann hat er anschließend den Holocaust geleugnet, hat beantragt, dass die jüdischen Gemeinden verboten werden sollten. Und er ist wegen wiederholter Volksverhetzung dann im Jahre 2009 zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Und ich habe ihn 2012 selber in Brandenburg an der Havel im Gefängnis aufgesucht und einen Tag über seine politische Biografie sprechen können. Das ist nicht uninteressant, aber man hat das Gefühl, man hat den Eindruck, als stünde man oder als würde man konfrontiert mit einer gespaltenen Person. Auf der einen Seite jemand, der völlig rational aus seiner eigenen Geschichte darstellen kann, auf der anderen Seite ein wahnhafter Antisemit. Zwei Dinge, die man eigentlich nicht miteinander sozusagen Einklang bringen kann, aber so habe ich das jedenfalls erlebt und das war ja schon sehr bedrückend eigentlich, das erfahren zu müssen, aber so ist das gewesen. Mahler ist nicht der Einzige gewesen, der diesen Wandel vollzogen hat, sondern auch Bernd Rabehl. Rabehl, einer der allerengsten Freunde von Rudi Dutschke, der mit ihm zur selben Zeit aus der DDR gekommen war, auch im SDS war, einer der wirklichen, der sich als Revolutionär verstanden, der sozusagen Kaderpolitik betrieben hat. Und Rabehl ist zwar, ich will ihn jetzt nicht auf dieselbe Stufe mit Horst Mahler stellen, aber er ist ein Rechtskonservativer geworden, ist auch bei NPD-Veranstaltungen aufgetreten als Redner, hat er kein Problem mit und ist vor allen Dingen ausländerfeindlich aufgestellt gewesen. Und er hat ja 1998 eine berüchtigte Rede gehalten, wo er zum ersten Mal mit diesem Positionswandel dann sozusagen hervorgetreten war, und zwar bei einer schlagenden Burschenschaft in München bei der Danubia. Und ich habe später erfahren, wie sich das abgespielt hat und dass man ihn in gewisser Weise auch von der Danubia vorgeführt hat. Denn er stand, so wie ich hier an einem Pult stand, an einem Pult in dieser Burschenschaft Danubia, an dem normalerweise keiner reden durfte, sondern das war reserviert für die Witwe von Reinhard Heydrich. Nur die durfte dort reden. Und dann halt Bernd Rabehl. Und die von der Danubia wussten das alle, aber der Gastredner wusste das überhaupt nicht. Also man hat ihn im Grunde genommen vorgeführt. Ja, sozusagen. Das war jemand wie eine 68er Beute, die man jetzt da präsentiert, sozusagen ein gefallener 68er an einem solchen Pult. Also das sind auch so Feinheiten und Dinge, über die man nachdenken muss und sich überlegt, was spielt sich da eigentlich ab oder was hat sich da abgespielt, liegt inzwischen auch schon 20 Jahre zurück. Ich komme noch zu einem anderen Namen. Der Name eines Mannes, der in diesem Jahr verstorben ist. Geburtsjahrgang 1939, geboren am Datum des Sturms auf die Bastille, darauf war der auch immer stolz, nämlich 14. Juli 1939. Und es handelt sich um Dieter Kunzelmann. Wenn wir über die Studentenbewegung, die 68er-Bewegung sprechen, gibt es kaum einen anderen Vergleichbaren, der einen solchen Einfluss hatte auf die Gesamtentwicklung wie Dieter Kunzelmann. Ich will das nur in zwei, drei Punkten kurz beleuchten, um deutlich zu machen, was es mit diesem Mann auf sich hat. Kunzelmann ist eigentlich derjenige gewesen,
was heißt eigentlich? Er war der Begründer der subversiven Aktion. Die Gruppe Subversive Aktion, in München-Schwabing gegründet 1963, ist die Keimzelle der sogenannten antiautoritären Bewegung gewesen, das heißt des dynamischen Teils der 68er-Bewegung, maßgeblich im SDS aktiv und so weiter. Und Kunzelmann hat dann 1966 auf 67 zusammen mit ein paar anderen die Kommune 1 gegründet. Die Kommune 1 ist eigentlich sein Kind. Er hat das eigentlich konzipiert und war auch sozusagen so, man hat ihn immer als das Alpha-Männchen in der Kommune 1, war er vom Körperwuchs her klein und Männchen und so weiter und so fort, aber in Wirklichkeit derjenige, der die Fäden zog und der die Ideen hatte, zu allen möglichen provokativen Ideen. Und Kunzelmann hat zusammen da mit Fritz Teufel, mit Rainer Langhans, mit Uschi Obermeier und anderen Frauen gemeinsam halt alle möglichen Sachen gemacht, die in Berlin zunächst mal Wellen schlugen und dann vermittelt worden sind über Illustrierten wie den Stern, die Quick, aber auch den Spiegel, die wurden interviewt und beleuchtet und so weiter, die waren auf einmal Medienstars, kann man nicht anders formulieren. Als die Kommune 1 im November 1969 aufgelöst wurde und Rainer Langhahn zusammen mit Uschi Obermeier nach München ging, dann wollten sie anschließend eine Pop-Kommune aufbauen. Ja? Das haben sie auch gemacht. Also das war auch sozusagen, sie verstanden sich sozusagen als Pop-Stars und wollten das vermarkten. Und insofern war das in einer gewissen Weise in der Logik sozusagen involviert. Zur selben Zeit war aber Kunzelmann ganz woanders, denn Kunzelmann war gegangen nach, man nannte das Palästina, Palästina existierte ja nicht als Staat oder existiert nicht, nach Jordanien und man hat sich ausbilden lassen von den Palästinensern, von der El-Fatah in einem Lager an Waffen und am Bombenbau, an Sprengstoff und so weiter. Und als sie zurückkamen, haben sie begonnen am 9. November, und zwar bei einer Gedenkveranstaltung zum 31. Jahrestag der sogenannten Reichskristallnacht im jüdischen Gemeindehaus in der Charlottenburger Fasanenstraße in Berlin. Dort gab es 250 Besucher, alle möglichen Ehrengäste, Heinz Galinski, Klaus Schütz als der regierende Bürgermeister, dann US-Amerikaner, Franzosen, Briten und so weiter und so fort. Und da ist jemand reingegangen, der hatte einen... Morgens um 11 Uhr war diese Veranstaltung, ein Mantel sich über den Arm gehängt und unter diesem Mantel hat er eine Bombe verborgen gehalten. Und diese Bombe legte in einen Coca-Cola-Automaten rein, da war ein Zeitzünder mit verknüpft und diese Bombe hätte explodieren sollen. Die explodierte aber nicht, wurde am nächsten Tag, am 10. November morgens von einer Reinemacherfrau entdeckt. Dann kam die Polizei an und hatte unglaubliche Aufregung darüber gegeben. Und man wusste einfach nicht, wer das gemacht hatte und wie das überhaupt zustande gekommen war. Es gab so ein Flugblatt. Und jetzt möchte ich gerne einen Schwenk machen, um deutlich zu machen, weil ich habe das ja ein bisschen auch unter diesen Titel des Making-ofs gestellt, wie es möglich hat werden können, herauszufinden, wer das gemacht hatte. Nämlich dieses Kapitel bewaffneter Kampf zu beginnen mit einem Bombenanschlag auf das jüdische Gemeindehaus. Und da gab es Dokumente, die mir dabei behilflich waren. Und zwar Dokumente aus der Gauck-Behörde. Und dass es dazu kam, die überhaupt benutzen zu können, hatte auch einen bestimmten Hintergrund. Das muss ich kurz erzählen. Ich habe 1987 am Hamburger Institut für Sozialforschung begonnen zu arbeiten, habe dafür gesorgt, dass dort ein Archiv aufgebaut wurde. Unsere ersten Bestände waren halt der Nachlass von Rudi Dutschke und die Quellen zur Kommuneforschung, also der Kommune 1. Also das waren sozusagen zwei Hauptquellen, dann SDS und so weiter. Und dann wurde halt über ein Jahrzehnt hinweg vor allen Dingen primär gesammelt Bestände aus Anwaltsarchiven und so weiter der ehemaligen Roten Armee-Fraktion. Ja, so, und die wurden zusammengetragen von Christiane Enslin, der älteren Schwester von Gudrun Enslin, die ja in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober 1977 in Stuttgart-Stammheim Selbstmord begangen hatte. Und aufgrund der Kontakte, die wir Anfang der 90er Jahre hatten, hat sich das dann so entwickelt, es gab ein Treffen in der Wohnung von Bärbel Bohley, das war die damals prominente Bürgerrechtlerin, die inzwischen auch schon lange nicht mehr lebt. Und dort gab es ein Treffen abends ab 7 Uhr mit Christiane Enslin, Bärbel Bohley, Joachim Gauck und mir. Wir haben eine Nacht lang durchdiskutiert und gefragt, was gibt es eigentlich an Dokumenten
seitens der ehemaligen Staatssicherheit zur Unterminierung, zur Ausspionierung des SDS oder aber der RAF. Dann haben wir Forschungsanträge anschließend gestellt und bekamen da immer wieder Dokumente in Kopie angeliefert und die wurden ausgewertet. Und bei einem dieser Dokumente, und das ist wirklich ein unglaublich interessantes Ding, ging es um einen Bestand, der stammte von einem Mann, der meistens oder am besten unter seinem Spitznamen bekannt ist, nämlich Bommi lautete sein Spitzname. Das war Michael, genannt Bommi Baumann, der ein berühmtes Buch, man kann gar nicht sagen geschrieben hatte, auf Band gesprochen hatte, Wie alles anfing. Das war 1975 erschienen und Bommi Baumann war in der Wieland-Kommune und anschließend gehörte er zu der Gruppe Tupamaros West-Berlin. Das war die Gruppe von Kunzelmann, die erste Guerilla-Gruppe, ein halbes Jahr vor der RAF gegründet. Und Baumann war geschnappt worden, aufgeflogen, und zwar beim Versuch, die Grenze von der GSSR in die DDR zu überschreiten, in Bad Schandau an der Elbe. Und dort hat ihn dann die Stasi sozusagen in Gewahrsam genommen und hat ihn 6 Wochen lang von morgens 8 Uhr bis 18 Uhr abends wie eine Zitrone ausgepresst. Kann man, also das liegt alles schriftlich vor. Wenn Sie das vorstellen, was da alles an Informationen geliefert worden ist, das ist einfach sagenhaft. Ja? Also für Historiker ist das einfach eine unglaubliche Dokumentation, die man dort einsehen kann. Und ein Teil dieser Dokumente ist folgendes. Ich bezeichne das immer als das Who is Who des bewaffneten Kampfes. Baumann hat 106 Einzelbiografien geschrieben in dieser Zeit. Also Biografien hieß immer so für einzelne Personen zwischen 1 und 3 Seiten zu schreiben. Ja? Aber da waren alle elementaren Dinge drin. Also egal ob Horst Mahler, Andreas Bader, Gudrun Enzlin, Ulrike Meinhof, Georg von Rauch, diese ganzen Namen, 106 Einzelpersonen. Und da stand vor allen Dingen drin, welche Waffen, an welchen Überfällen beteiligt, welche sexuelle Dispositionen, welche Beziehungen, Liebesbeziehungen und so weiter. All das, was für Geheimdienste hochinteressant ist, um nämlich im Zweifelsfall auch Leute damit erpressen zu können. Und er hatte auch vorgelegt bekommen eine Liste von Anschlägen, die in West-Berlin erfolgt waren. In West-Berlin sah das nämlich so aus, als die Gruppe von Kunzelmann aus dem Nahen Osten zurückgekehrt war, vom November 1969 an bis zum Frühjahr 1970, haben die ungefähr, ich sag mal, 80 Anschläge durchgeführt. Gegen das KDW, gegen amerikanische Einrichtungen, gegen israelische Einrichtungen, in der Woche manchmal 5 oder so. Also die haben eine ganze Serie mit Anschlägen damals initiiert. Und in dieser Liste, die Baumann im Jahre 1973 in der Stasi-Haft vorgelegt worden war, begann das mit dem 10. November 1969. Bombe im jüdischen Gemeindehaus. Und dahinter standen 2 Namen. Klammer auf, Dieter Kunzelmann, dann Ingrid Siebmann, Klammer zu, das war die damalige Freundin von Kunzelmann, die später als Ina Siebmann, ein berühmtes RAF-Mitglied auch geworden war, die 1982 übrigens im Libanon durch einen israelischen Luftangriff ums Leben gekommen ist. Und Baumann hat auf dieser Liste diese beiden Namen durchgestrichen und hat darunter gesetzt einen ganz anderen Namen, und zwar A. Fichter. Und als ich dieses Dokument sah, dachte ich, wer ist A. Fichter? Ich kenne nur einen Fichter in Berlin, das ist der ehemalige Landesverbandsvorsitzende des Berliner SDS namens Tillmann Fichter. Daraufhin habe ich diesen Tillmann Fichter angerufen, habe ihn gefragt, was das bedeutet. Sagte er, ja, das ist bestimmt mein Bruder, Albert Fichter. Ja, habe ich gefragt, er kann... Kannst du mir irgendwie Kontakt herstellen? Weiß ich nicht, der lebt nicht in Deutschland. Ja? Dann habe ich 3 Wochen abgewartet, dann meldete er sich wieder und sagte, ja, er sei zu einem Gespräch bereit. Dann kam es, es ist wirklich fast filmreif gewesen, im Schwarzwald, in einem Kurort im Schwarzwald. Ich glaube, Bad Liebenzell heißt der Ort. Ich müsste da nochmal nachgucken, aber ich glaube, es gibt einen Ort namens Bad Liebenzell. Dort gab es dann ein Treffen mit diesem besagten Albert Fichter, der nämlich seit Ende 1969 nicht mehr in Deutschland, also in der Bundesrepublik oder West-Berlin lebte. Also der abgehauen war, der untergetaucht war. Und ja, mit dem kam ich ins Gespräch. Interessant war, dass er als erstes von mir verlangte, dass wir uns duzen.
Und habe mir gedacht, wenn es der Wahrheitsfindung dient, dann bin ich auch bereit, mich duzen zu lassen, ihn zu duzen. Und daraufhin hat er gesprudelt wie eine Quelle. Und das wurde alles auf Band aufgenommen. Und ich habe anschließend ein Buch daraus gemacht unter dem Titel Die Bombe im jüdischen Gemeindehaus. Und da ist eigentlich die Geschichte niedergelegt, wie es hat kommen können zu diesem versuchten Bombenanschlag auf das jüdische Gemeindehaus an diesem Gedenktag des 9. November. Und das ist einfach eine unglaubliche Geschichte. Und die Unglaublichkeit hört da auch noch nicht auf, weil nämlich er auch wusste und mir hat erzählen können, dass nämlich dieser Sprengkörper aus dem Bestand des Berliner Landesamtes für Verfassungsschutz gestammt hat. Das muss man dazu auch wissen. Ja? Die Sachen sind kompliziert. Und ich erzähle gleich noch eine Geschichte dazu. Denn es gab dort jemanden namens Peter Urbach. Peter Urbach ist ein sogenannter Undercover-Agent, ein sogenannter UCA gewesen, der seit 1967 in der Kommune 1 auftauchte, sich als Klempner angedient hat, aber in Wirklichkeit einen Auftrag hatte, die auszuspionieren. Und der das auch getan hat. Und Peter Urbach war der Erste, der in dieser Szene Waffen verteilt hat, Molotow-Cocktails angeboten hat, zum Beispiel an dem Abend des 11. April 1968, wenige Stunden nach dem Dutschke-Attentat, zogen vom Auditorium Maximum der Technischen Universität in Berlin ungefähr 3000 Leute Feuer und Flamme in Richtung Springer-Hochhaus, damals gelegen an der Berliner Mauer. Und ja, derjenige, der dort ein Körbchen dabei hatte mit Molotow-Cocktails, war halt Peter Urbach. Peter Urbach hat diese Dinger verteilt und er hat ihnen auch gezeigt, wie man die Auslieferungsfahrzeuge des Springer Verlags anzündet. Man kann die nicht so einfach anzünden, die brennen gar nicht, ist ja alles irgendwie metallisch oder wie auch immer. Die Karosserie, die kriegt man nicht so leicht zum Brennen. Man muss diese Fahrzeuge umstürzen, damit die Tanks unten offen liegen. Ja? Und dann den Molotow-Cocktail unten an das schräg oder zur Seite geschmissene Fahrzeug werfen. Das haben die gemacht und dann brannten die lichterloh und das hat halt dieses Bild dann auch erzeugt. Das heißt, der Verfassungsschutz hat damals mitgezündelt und zwar maßgeblich. Sonst hätte es diese Aufnahmen nicht gegeben, diese Rolle nicht gegeben und so weiter und so fort. Und trotzdem muss man an der Stelle auch aufpassen, um nicht einer Verschwörungstheorie aufzusitzen. Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass der Verfassungsschutz diese Bombe, die damals ins jüdische Gemeindehaus gelegt worden ist, die dort selber dahin hätte gelegt haben sehen wollen. Das war so. Die haben die verteilt, diese Sachen. Aber wo die dann hingelegt worden sind, das ist eine ganz andere Geschichte gewesen. Und das ist wiederum vermittelt über diese Gruppe um Kunzelmann gewesen, der eigentliche Auftraggeber war und der damals mit den Palästinensern zusammenhing und das möglicherweise mit denen abgesprochen hat. Aber darüber kriegt man kein Dokument in die Hand und auch keine mündliche Aussage. Und bei diesem Albert Fichter ist es so gewesen, der wurde von den Palästinensern sozusagen aufgebaut als der Techniker der Gruppe. Und der hat diese Bombe oder dieses Sprengstoffpaket dann entsprechend versucht zu bearbeiten, um es richtig scharf zu machen, aber der hat das nicht geschafft. Insofern war dieser Anschlag misslungen. Und der wurde auch gesucht, den hat man nicht gefunden und dann hat er sich abgesetzt und er lebt heute noch in Stockholm in Schweden. Ja? Also an einer solchen Geschichte können Sie erkennen, wie da verschiedene Dinge sozusagen zusammenlaufen, zum Teil spektakulären Art und Weise, die aber auch in ihrer Verknüpfung, ihren Schnittstellen auch sehr interessant ist, weil man einen Eindruck davon gewinnen kann, dass im damaligen West-Berlin es einfach auch so gewesen ist, dass Geheimdienste eine große Rolle gespielt haben. Von östlicher Seite die Staatssicherheit, die hatten bestimmte Leute, die hatten auch bestimmte, Stätten, Einrichtungen wie den Republikanischen Club oder den Berliner Extradienst, wo die ihre Leute drin sitzen hatten. Es gab zum Beispiel einen wichtigen Mann seitens der FDP, William Baum hieß der. Der war der FDP-Vorsitzende in Berlin. Der saß im gesamtdeutschen Ausschuss in Bonn und im Bundestag. Und William Baum arbeitete seit 1958 für die HVA, für die Hauptverwaltung Aufklärung von Markus Wolf, das heißt für den Auslandsgeheimdienst der Staatssicherheit der DDR. Und der hat den Republikanischen Club mit mehreren hunderttausend D-Mark eigentlich finanziert.
So. Das heißt, die hingen irgendwie am, zumindest finanziell am Tropf der Staatssicherheit. Und so, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass man sich halt fragen muss, ja, warum um Gottes Willen hat denn der Verfassungsschutz ein Interesse daran gehabt, Sprengstoff, Waffen, Molotow-Cocktails in dieser zum Teil jedenfalls gewaltbereiten Szene, die da reinzupumpen und denen zur Verfügung zu stellen, das ist ja eine Frage, die im Übrigen bis heute nicht wirklich beantwortet ist. Ich will Ihnen dazu noch eine kurze Episode schildern. 2005 war ich auf einer Konferenz, die das Bundesamt für Verfassungsschutz seit dem Jahre 2001 infolge von 9/11 regelmäßig veranstaltet hat, vielleicht auch heute noch veranstaltet. Da waren ungefähr 1000 Gäste da, man hat das so aufgeteilt immer, ein Drittel sind Journalisten, ein Drittel sind Wissenschaftler und ein Drittel sind Leute, ja, entweder vom Amt selber oder Leute, was weiß ich, vom Bundesnachrichtendienst und so weiter, also von Geheimdiensten und entsprechenden Behörden. Und da gab es das Thema Antisemitismus. Das war 2005 in Pankow, also in Berlin, im ehemals östlichen Teil von Berlin, fand die Konferenz statt. Und Thema war Antisemitismus von rechts, von links und unter islamischen oder islamistischen Vorzeichen. Und da hat auch einer einen Vortrag gehalten über den linken Antisemitismus. Und der Vortrag ging vor allen Dingen ein auf die Bombe im jüdischen Gemeindehaus. Also auf das, was ich zuvor als Buchpublikation in der Form einer Buchpublikation veröffentlicht hatte. Der sagte, der Referent hat es eigentlich gut gemacht, aber der war einer vom Amt, ja, so. Aber der hat natürlich mit keinem Wort erwähnt, dass die Bombe, die da hätte hochgehen sollen, vom Berliner Landesamt für Verfassungsschutz war. Nun war das auch schwierig, denn dort war der israelische Botschafter zu Gast, es war der Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble zu Gast, es war der Koordinator der Geheimdienste aus dem Bundeskanzleramt zu Gast, es waren die Geheimdienstchefs aus verschiedenen osteuropäischen, westeuropäischen Staaten da und so weiter und so fort. Ich habe mir gesagt, wenn du dich jetzt nicht dort meldest und das zumindest sagst, ja, was du darüber geschrieben hast, dann kannst du auch deinen Kopf irgendwie unter den Arm nehmen, rausgehen, dann kannst du darauf verzichten, weiter zu publizieren. Also ich habe mich zu Wort gemeldet und habe gesagt, also mein Name ist so und so, ich habe ein Buch dazu verfasst und ich würde ja dieses Referat auch gar nicht kritisieren wollen, aber es gäbe eine Auslassung der Gestalt, nämlich, dass die Bombe, die ins jüdische Gemeindehaus getragen worden ist, vom Landesamt für Verfassungsschutz in Berlin gestammt habe. Und da vorne saßen einmal ein Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland. Elmar Thewissen war der Moderator vom ZDF, den kennen Sie vielleicht, weil dann viele Nachrichtensendungen auf ihn getuschelt untereinander. Ich hatte denen die ganze Regie kaputt gemacht. Keiner wusste, wie weiterverfahren. Ja, dann haben sie es beraten, wie sollten sie jetzt weiter... Also, und ich stand da mit dem Mikro in der Hand und wartete auf eine Anweisung und eine Frage. Das war ganz, eine ganz merkwürdige Situation. Dann hat man gesagt, man würde dieses Thema jetzt nicht erörtern wollen, hat es abgebrochen, ist wieder zum anderen Thema übergegangen und dann mit einer Verzögerung von 20 Minuten hat sich ein ehemaliger Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz gemeldet und hat gesagt, er wolle doch nochmal auf diesen Beitrag von vorhin zurückkommen und er müsse sagen, das Bundesamt hätte keine Verantwortung dafür gehabt. Ja? Und das sollte, also ich würde das so interpretieren, dass in Berlin gab es besondere Verhältnisse. Die Verhältnisse sahen nämlich so aus, dass all das, was zum Beispiel seitens des Senators für Inneres dann damals politisch gemacht worden ist, braucht man immer das Einverständnis der Alliierten, der Westalliierten, der US-Amerikaner, der Briten und der Franzosen. Und ich weiß von Anwälten, dass wenn zum Beispiel ein Undercover-Agent eingesetzt wurde, brauchten die vorher von allen drei Alliierten die Genehmigung. Die durften das gar nicht. Das heißt, es gab Vorbehalte für den Einsatz in diesem sensiblen innenpolitischen Bereich. Und erst dann war das möglich. Und ich vermute, dass es dort eine Einflussnahme gegeben haben könnte. Denn die naheliegendste Interpretation, all diejenigen, die sich mit diesem Thema befasst haben und da als Experten gelten, die sind sich einig, das Ziel, solche Dinge zu verteilen, also Sprengstoff, Waffen, Molotow-Cocktails, kann eigentlich nur darin bestanden haben, damit sozusagen Zündstoff
zur Diskreditierung der Linken in Berlin, der radikalisierten Linken allerdings, zu liefern. Das wäre eigentlich ein sozusagen über Bande gespielt, ein Motiv, das man nachverfolgen kann. Ob dem so ist, ist offen. Das ist eine Frage der Interpretation. Man weiß es nicht. Interessant ist aber auch, dass nämlich der Bestand oder überhaupt die Einrichtung des ehemaligen Landesamts für Verfassungsschutz im Jahre 2000 aufgelöst worden ist. Es gibt es gar nicht mehr. Es gibt jetzt nur eine Verfassungsschutzabteilung im Berliner Innensenat und die Dokumente gelten als geschreddert. So. Das heißt, sie kommen an nichts mehr ran. Ob sie tatsächlich geschreddert worden sind, weiß man auch nicht. Als ich das Buch über die Bombe im jüdischen Gemeindehaus geschrieben habe, habe ich mehrfach um Auskunft gebeten beim Berliner Innensenat darüber, was eigentlich mit diesem Bestand geschehen sei und warum es überhaupt zur Auflösung des Landesamts gekommen sei. Ich habe immer nur hinhaltende Antworten bekommen, aber keine sachdienliche Antwort. Und so ist das bis auf den heutigen Tag offen geblieben. Gut, ich mache an der Stelle einen Schnitt. Ich bin jetzt auch mehr von der 68er-Bewegung in die Gefilde des bundesdeutschen Staates gekommen. Aber ich glaube, das eine hängt mit dem anderen vielleicht doch auch zusammen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf das, ja, was Sie weiter interessiert und was Sie vielleicht noch kommentieren mögen. Vielen Dank.